Hi meine Lieben, ich habe zwei große Lieben, wenn es um Snacken und ums Frühstücken geht. Einerseits liebe ich Granola, ich habe auch schon einige Granola-Rezepte hier auf dem Kanal, die werde ich euch unten verlinken. Und neben dem Granola liebe ich auch sehr dolle Popcorn. Und da habe ich mir in einer Nacht- und Nebelaktion mal gedacht, wieso verbinden wir eigentlich nicht beides? Und genau das machen wir heute. Und als allererstes müssen wir Popcorn machen. Und zwar nicht dieses typische Packung Popcorn, sondern ganz normale getrocknete Maiskörner kaufen. Und die werden wir jetzt ohne großen Aufwand zu Popcorn machen. Wir nehmen eine beschichtete Pfanne und geben ein bisschen von unserem Kokosöl rein. Und dann erstmal das Kokosöl schmelzen lassen. Sobald unser Kokosöl zerlassen ist, gebe ich die Popcorn-Mais dazu. Verteile die alle gut, damit auch jeder auf der Pfanne liegt. Und dann können wir schon unseren Deckel drauf geben. Und jetzt heißt es Geduld haben. Ihr müsst gucken, bei mir kann der ganze Herd auf volle Pulle laufen. Aber wenn ihr merkt, oh mein Herz, der kann doch richtig was, dann stellt es lieber auf 2/3 die Hitze und dann wartet ihr, bis ihr natürlich das Popcorn-Geräusch hört. Kleiner Tipp für euer Popcorn, die unteren Popkörner, die wagen immer so ein bisschen braun oder schwarz zu werden, also achtet drauf, dass ihr eventuell mal eure Pfanne ein bisschen durchschüttelt, damit die unteren nach oben kommen. Und sobald ihr merkt, dass das Popgeräusch ein bisschen weniger wird und nicht mehr ganz so intensiv, dann nehmt sie vom Herd, damit sie weiter vor sich hin poppen können, aber ihr nicht anfangt, die unteren anzubrennen. Jetzt können wir unsere Zutaten schon alle zusammengeben. Als allererst natürlich unser Popcorn. Dann gebe ich noch feine Haferflocken dazu. Zermahlene oder zercrunchte Mandeln. Ihr könnt auch andere Nüsse nehmen. Ihr könnt auch die Nüsse natürlich weglassen. Und dann noch Ahornsirup mit zerlassenem Kokosöl, damit das Ganze schön knusprig wird. Und fürs Gewürz ein bisschen Salz und natürlich Zimt darf bei mir nie fehlen. Und wenn wir das Ganze gut durchgerührt haben, gebe ich alles auf ein Backblech und dann kommt es in den Ofen. Das Granola musste jetzt nur 10 Minuten im Backofen sein, dann rausnehmen und 10 Minuten abkühlen lassen. Am Anfang könnte man noch denken, es ist ein bisschen feucht, aber keine Angst, sobald es abkühlt, wird es so richtig knusprig. Jetzt kommt der Geschmackstest und schön mein Granola ist mit Popcorn und überzogen mit dem Zimt und dem leckeren Ahornsirup und man sieht hier auch, es haften Haferflocken dran, deswegen super lecker. Das Granola ist total vielfältig einsetzbar. Wegen dem Popcorn könnt ihr es auch super vor der Couch vom Fernseher snacken, abends, wenn ihr nichts Ungesundes zu euch nehmen wollt oder ihr könnt es sehr gut auch als Frühstück natürlich machen. Da würde ich euch empfehlen, es nicht unbedingt mit Milch oder mit Milchalternativen zu machen, weil Popcorn saugt natürlich super gerne die ganze Flüssigkeit auf. Also es passt sehr, sehr gut zu Joghurt, zu Quark und dann noch ein paar Früchte drüber und dann ist es das perfekte Frühstück. Dann hoffe ich, ihr macht das Granola mal nach. Anschließend unbedingt in ein luftdichtes Gefäß packen, damit das Popcorn nicht weich wird. Und dann sage ich euch, das hält nicht länger als ein paar Tage und schon ist es verputzt. Euch noch einen schönen Tag. Tschüss.